Oder wobei hinten würde ich so, nur vorne würde ich so viel Abstand machen. Dann machen wir hinten auch einen Dreierabstand, oder? Ja, das passt Ja. vielleicht noch besser. Dann setze ich mir mal hier eine Markierung. Dann kommt jetzt gleich die Rückwand hin. Oder sollte mich doch da lieber eine 5er machen wie vorne? Ich weiß es nicht, ob man hinten. Wobei hast du vielleicht auch recht, weil hinten. Na, wobei. Weil dann ist es besser, dass die Seiten kürzer sind, also 3 Abstand und vorne und hinten halt 5er. Oder? Es ist die Frage, was wir hinten hin machen. Soll Ja, hinten man zum. sollte eigentlich nichts mehr hinkommen. Also auch kein Eingang. Ja. Dann, genau deswegen bin ich eben am Überlegen. Vorne hat man diese größere Fläche, da eben Eingang und alles noch mit hin muss und man da vorne laufen können soll. Aber ich weiß nicht, ob Ja. das sich dann vorne auch anbietet, hinten auch anbietet oder ob man da sagt, dann auch drei. Okay. Wobei, nee, du hast recht. Wir machen das einfach so, wie es vorne ist. Ich glaube, das ist besser. Okay. Dann ist es wieder symmetrisch. So, dann zimmern wir jetzt mal die Wand drüber. Das müssen jetzt genau 5 Abstand sein. Dann gehe ich mal von da unten. Oh Gott, jetzt, oh, ich hoffe, ich kann gerade fliegen. Schwupps. Und Gerade ja, mal. das müsste hier sein. Genau. Das müsste hier sein. Da muss ich mich jetzt sogar noch runterbuddeln hier. Beziehungsweise, nee, ich habe den Punkt Unten markiert. gesetzt, oder? Unten gesetzt, dann muss ich ihn hier oben markieren. Und genau da. Das So. sollte jetzt gehen. Bumm. Ja, sieht auch gut aus. Schickes Ding. Schicke Miets. Noch die Sand weg. Die Genau. Sand weg, Die genau. Sand. Die Ach. Sand, die stirbt. Da muss ich noch viel mit Sand ein bisschen wegmachen. Aber das kann man ja noch. Mit Word Edit geht ja alles. Genau. So, dann machen wir jetzt mal hier den Tempel zu. Boom. Genau, dann kann ich schon mal innen den Teppich weitermachen. Genau, ja. Kannst du außen schon mal die Säulen machen? Genau. Das ist alles so hin. Da bin ich jetzt genau dabei, die Säulen zu setzen. Ne, hier tue ich jetzt aber den Sand markieren mit World Edit und den wegsetzen. Das geht so nicht. Machen wir mal bis hierhin. Set 0. Blum. Ach schön, da kann ich. Oh Gott, haben wir hier viel Sand. Das geht ja gar nicht. Immer dieser Langstand in der Wüste, wie schon gesagt. Eieieiei, das ist ja furchtbar. Hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, dass hier Sand ist. Nee. Auf dem Sand. Ich auch nicht. Wer rechnet schon damit, dass hier Sand ist? Gibt's ja nicht. Set 0. Immer diese Illuminaten. Ja. Ist alles denen ihre Schuld. So. Und dann noch hier den Fußboden. Da. Machen wir mal bis hierhin. Set. Ach, jetzt brauche ich wieder Sandstein. Meine Güte. So ein Tempel ist echt nicht leicht. Jetzt kann ich da vorne markieren. Oh Gott, dann haben wir aber Okay. zumindest schon mal den Umriss. Das ist super. Oh Gott, jetzt glaube ich, habe ich mich verflogen. Oder? Nee. Bin ich verflogen? Bist jetzt wieder ganz woanders? Nein, ich habe hier. Das ist immer schwer, wenn man mit World Edit etwas markieren will, weit weg. Und dass es dann genau So. bündig ist zu den anderen Sachen. Set. Sandstone. Na toll, jetzt habe ich nur eins markiert. Ich Idiot. Aber das passt schon mal. Dann nochmal vorfliegen. Ja. Der Weg war umsonst. Dahin. Na, ach, Chat aktivieren wäre ganz sinnvoll. Jawohl, jetzt passt's. Und jetzt nur noch die Säulen. Dann sind wir draußen schon mal soweit fertig. Du bist am Innenbau tätig. Was machst du gerade innen? Ich muss gleich mal gucken kommen. Ich mache gerade die Beleuchtung, das finde ich ein bisschen Licht. Danach kommt Ah. auch der Weg. Mhm. Das ist wieder in dem Steintempel war. Genau. Müsste halt Das ist. nur hier drin rote Wolle sein. Dann ist schon mal die Umrandung richtig. Mit dem Glowstone. Ja, die sieht gut aus.
Indirekte Beleuchtung ist immer schön. Man sieht sie nicht, aber sie ist da. Ja, das ist das Gute. Wie weit hat man denn das Dach? Ich glaube, das Dach... Genau, das ist so groß wie die Grundfläche. Obwohl, ich will wirklich sonst dafür, dass wir noch so eine Etage machen, nur ein bisschen kleiner. Ja, da müssen wir mal schauen. Wie sieht ja, das also da Ganze? Oben geht dann zum Beispiel weiter zu den anderen Stargästen. Der Keller ist für die Hall of Shame, wie schon gesagt. Hall of Shame. Zu den Hatern. Genau. Oder zu denen, die Scheiße gebaut haben. Ja, ich wüsste schon, wie ich da reinstelle. Set Sandstone. Na wunderbar, jetzt haben wir auch schon mal das Dach hier außenrum. Oh, da fehlt sogar noch ein Stück. Okay. So. Gut, so langsam wird das doch was hier. Wird doch sehr groß, wie man es sagen muss. Sechser Abstand hatten wir jetzt vorne bei den Säulen, glaube ich, war es. So, okay, jetzt von innen ist es, ja, einigermaßen. 4, 5, 6. Paste. Säule, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schwupps. Paste, Säule. Und ich glaube, der Eingang, da hatten wir dann eine andere Breite Abstand von den Säulen her. Wobei hinten können die Säulen ja eigentlich immer im 6er Abstand sein. Nee, ich würde es hinten genauso machen wie vorne. Was hatten wir denn vorne? Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Arena, wenn man jetzt von hier guckt. Wo bist denn du? Hier über den Eingang. 8, 9. In der Luft, wenn du zum Beispiel so. Von hier, wenn du von hier in die Mitte guckst, sieht es so ein bisschen aus wie so eine Arena. Genau, ja. Die Spleef Arena. Da müsste aber alles aus Erde sein, glaube ich, oder? Wie war das mit Spleef? Spleef ist eigentlich egal, welches Material, glaube ich. Ach so, Hauptsache einen Boden weghauen. Genau. Ah, das ist dann nicht im Creative, oder? Nee. Nee, das ist dann mit so einem Plugin. Ah. 9. So, jetzt haben wir hier 9er Abstand. Paste. Ah, wir hatten, sollen hier auch Brunnen rein? Ja, wäre doch ganz schön. Hm, dann brauche ich das schon mal. 3, 4, 5, 6. Hier sind wir so, die Half-Steps. So, Paste. Und ich glaube, eine Säule brauchen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die kommt dann hier hin. Paste. Und dann muss ich nur überlegen, wie lange wir das hier machen. Ich glaube, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Verdammt. Hier haben wir... Ja, das ist immer so die Frage. Was hat man jetzt falsch gemacht? Ja. Verdammt, hier haben wir doch 2. 2. Dann haben wir hier einen 6er Abstand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwie passen die Säulen nicht. Ah, ich glaube, weil vorne hatten wir die rechte Seite noch nicht auf 6er Abstand gebracht, oder? Das weiß ich gerade gar nicht. Vorne 1, 2, 3, 4... Ah, nee, vorne sind sie noch im 5er Abstand. Guck mal einer an. Deshalb passt das nicht. Ach so. Es passt hinten, aber vorne nicht. So, dann machen wir erstmal hier eine hin. Diese Abzählerei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, da kommt eine nämlich hin. Paste und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die eine muss weiter nach rechts. Set 0. Darf ich nochmal abzählen? 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Da kommt die Säule hin. Paste. Ja, endlich. Das scheint mir so zu passen. Ich glaube, den Rand, den hatten wir links auch 2 breit, genau. Oh, da drinnen nimmt es langsam Form an. Ich probier gerade den Weg. Ja, das passt alles so. Fantastico. Genau. So. 10 und auch 10, genau.
So, setz Sandstein. Setze mir doch den Sandstein dahin, bitte. Was hatte ich jetzt an der Seite? Da hatte ich 12er Abstand, glaube ich. Jetzt kommen nur die letzten Säulen, dann haben wir es geschafft. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da haben wir 12. Okay, das heißt, die Säule ist 4. 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier müssen wir die Säule draufbauen. Das ist blöd, wenn man so viel abzählen muss, dann kann man sich gar nicht mehr aufs Reden konzentrieren, großartig. Mann, oh Mann, oh Mann. So, da muss man immer abzählen, denken. 3. Ist aber ein bisschen schade. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. So, dann kommt hier noch eine hin, aber gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir den Außen. Den Umriss. 4, ich guck gleich mal zu dir. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 und hier noch eine hin. So, Zombie, geh weg. Jetzt wirst du von der Säule erschlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der 8, Marvin. 9, 10, 12, super, passt. Alles perfekt. Super. Jetzt passt endlich die Säulen geschafft, die Säulen der Erde. So, schauen wir mal hier drin. Ach, das ist auch cool. So, und würde jetzt zum Beispiel jetzt hier diese kleinen Erhöhungen kommen? Mhm, genau. Diese Podeste. Du könntest jetzt hier auch noch so eine größere Plattform machen, da wäre ein Landskin drauf. Ja. In der Hall of Fame. Wie hast du die Podeste gebaut? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Mit Treppen schon, ne? Ja, und mit Treppen. Aus Holz. Ja, ich glaube, wir könnten die was Fenster machen, oder? Ja, erstmal die Podeste. Oder? Ja, das meine ich also. Fenster. Würde das aussehen? Da würde ich vielleicht das Holz verwenden. Und das. Und das. Ich weiß nicht. Oder wir machen die. Wobei. Oder wir machen die aus dunklem Holz. Ich weiß es nicht. Ja, das würde auch gar nicht so schlecht aussehen. Vielleicht aus dunklem Holz das Podest. Oder man sagt. Hey, Moment. Vielleicht könnte man das Ganze noch mit hellem Holz an den Seiten veredeln, sozusagen. Ja. Ich würde auch sagen, wir dürften nicht ganz nach links und nicht ganz nach links, nach rechts, weil da sind jetzt die Fenster. Ja. Warte, ich baue die schon mal auf der anderen Seite. Okay. Das heißt, hier haben wir dann einen Podest. Ich würde sagen, das machen wir auch nicht ganz so hoch, sondern das halten wir vielleicht ein bisschen flach. Ich weiß gar nicht mehr, wie du das Podest gebaut hattest. Ich guck gleich mal. Zwei, so. So. Wo ist der Sandstein? Da. So. Dass man das vielleicht so macht? Ich look hier so einmal rein, hallo. Wo bist denn du? Ach so, draußen. Fenster, ja? Moment. Ach so, da, ich verstehe. Hallo. Mauerbau und so. Alles frisch. dass wir dann hier im Prinzip das Podest drüber machen. Oh Gott, Podeste bauen, das ist auch immer sowas. Das erinnert mich an den Theaterbau im Schloss. Eieiei. Da haben wir auch so ein Theater hingebaut, so ein Schlosstheater mit einer Bühne und Sitztribüne wie im Zirkus im Prinzip, könnte man sagen, mit Podesten. Okay. Das erinnert mich daran. Ja, das passt so, die Fenster, die sind so gut. Ja. Nur an den Seiten würde ich jetzt halt noch keine Fenster machen, weil ich weiß nicht, wie das sich mit dem Podest dann verhält. Da müssen wir mal gucken. Das habe ich schon gesagt, also müssten wir erst irgendwie was machen. Genau. Das stimmt. Da würde ich vielleicht sogar den Boden hier noch mit dem hellen Holz veredeln. Oh, da unten ist ja Sand. Egal. Na nu, da unten ist ja Sand. Ist denn das möglich in der Wüste? doch, das hat vielleicht noch so einen kleinen Abstecher. Wenn man das dann so macht. So. Hallo? Hallo? Ich habe kurz das Problem und zwar gibt es gerade Essen. Könnt ihr eine kurze Unterbrechung machen?
Unterbrechung machen. Moment mal, wie lange haben wir denn jetzt aufgenommen? Wir haben jetzt 1 Stunde 2 Minuten aufgenommen. Ja, eigentlich haben wir dann ja sowieso nicht mehr viel Aufnahmezeit. Das ist ein bisschen komisch. Ja, wir könnten ja vielleicht auch wirklich Unterbrechung machen. Jetzt haben wir es 11.50 Uhr. Ich weiß noch nicht, ob ich dann Zeit habe. Und dass wir dann auch offline noch ein Stückchen weiter bauen, gerade wenn wir noch die zweite Etage machen wollen und so weiter und so fort. Und dass wir dann nochmal sagen, irgendwie so, wenn wir jetzt merken, wir sind ziemlich am Schluss oder so, nur noch ein paar Abschlussarbeiten, dass man sich vielleicht nochmal eine Viertelstunde oder so hinsetzt, eben für eine Folge und nochmal alles zeigt, was man jetzt gebaut hat und halt die letzten feinen Tunings macht sozusagen. Ja. Dass man dann wie so einen kleinen Zeitsprung hier hat, weil ich glaube, das Projekt ist wirklich so groß, dass man das gar nicht in eine Aufnahme reinkriegt. Mhm. Und ich will jetzt halt auch nur ungern bei jemandem sagen, okay, mit dir nehme ich jetzt 4 Stunden auf und mit dem anderen nur 1 oder 2. Ja. Das halte ich immer relativ gleich. Aber das wird doch auf jeden Fall schon. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir wirklich eine Aufnahmepause. Mhm. Ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du hier da gewesen bist und wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören, wegen der Abschlussfolge sozusagen. Mhm, auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, wer jetzt Interesse bei Building Chris Pokémon Spielchen hat, guckt mal auf seinem Kanal vorbei. Und ansonsten sehen wir uns dann bestimmt in der nächsten Folge nochmal wieder mit Building Chris zusammen, um das Fazit zu sehen. Würde an dieser Stelle sagen, bleibt uns treu und bleibt wie ihr seid. Dann ist es bis zur nächsten Folge auch nicht mehr weit. Bis dahin, Aloha, euer Kelturio. Und das letzte Wort geht an Building Chris. Tschüss, Leute. Tschüss. High-End Prepaid Game Server gibt es bei Nitrado.